In diesem Video heute geht es nun um den Besatz des Uferaquariums 2.0. Ich hatte ja in den letzten Videos zu dem Aquarium in der Reihe des Umbaus schon immer mal so ein paar Andeutungen fallen lassen und so ein bisschen was wisst ihr auch schon. Und ja, heute zeige ich euch dann, wie der Besatz bis jetzt ist und was vielleicht noch weiter geplant ist. Und ihr seht, dass das Aquarium so, wie es aktuell dann auch fertig ist. Ja, wie mir das gefällt, was mir so vorgeschwebt hat. Und bisher bin ich sehr, sehr zufrieden, wie sich das Ganze entwickelt. Klar, mit den Pflanzen, das ist noch ein bisschen spannend, ne? Ob das wirklich so klappt mit diesem kleinen Bodendecker und diesen Zollsäcken unter dem Sand und so. Aber lassen wir uns alle überraschen, das werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Bei anderen hat das schon funktioniert und ich bin gespannt, wie das Ganze hier weiterläuft. Und ihr vielleicht auch, wenn dem der Fall ist, abonniert den Kanal, Leute, die Glocke, dann verpasst ihr die weiteren Videos nicht. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, schaut auf Instagram vorbei und jetzt viel Spaß beim Schauen dieses Videos. Okay, so kennt ihr das Aquarium eingerichtet und bepflanzt. Ich habe natürlich jetzt, bevor Fische reinkommen, wieder meinen Sprungschutz angebracht. Ne, das seht ihr, es ist ein bisschen provisorisch. Ich müsste da mal neue Plexiglasscheiben schneiden. Auf der Seite sieht es ein bisschen ordentlicher aus. Ne, aber das war damals noch mit der LED-Röhre und den Halterungen dafür, die ich da irgendwie eingebracht hatte. Und eine sehr gute Nachricht, da hatte ich ja mal im Laufe der letzten Videos zum Uferaquarium 2.0 gesagt, hier war die diese Pappe, die unter dem Aquarium ist, so nass geworden. Und ich habe da extra die Stelle mit Bodengrund freigelassen, um das weiter zu beobachten. Und es ist alles wieder am Trocknen, beziehungsweise dann auch später getrocknet. Es ist also keine Undichtigkeit hier gewesen. Da bin ich sehr, sehr froh drüber. Das hat mir doch ein bisschen Sorgen bereitet. Aber alles gut, alles perfekt. Und das Aquarium, ja, war jetzt hier so 2 Tage ungefähr, habe ich das laufen lassen. Der Filter lief ja die ganze Zeit durch, sodass ich dann auch hier aus dem Fensterbank-Aquarium natürlich die Fische auch wieder raus haben wollte. Ich habe die ja alle hier reingepackt, das Aquarium ist hiermit auf jeden Fall überbesetzt. Das war jetzt für ein paar Tage, für die Zeit der Umgestaltung, ne? Und ich habe dann erstmal einen Kescherzug genommen und die Tiere, die ich dann jetzt zufällig da mit dem Kescherzug gefangen habe, sind dann jetzt die ersten, die ins Uferaquarium einziehen. Und ich mache das auch ganz gerne, dass ich dann vorsichtig besetze, wenn so eine große Umgestaltung und ein so großer Eingriff passiert ist, auch wenn der Filter die ganze Zeit durchlief. Das muss man sicherlich nicht so ganz schrittweise machen. Wichtig ist aber, dass man alles wirklich im Blick hat die ganze Zeit und wie es den Tieren dann geht, wenn man sie einsetzt. Und ich habe mich halt jetzt hier dafür entschieden, erstmal ein paar einzusetzen und zu schauen, ob wirklich alles in Ordnung ist. Und ja, die haben sich dann hier direkt untergestellt, unter die Unterstände, die dafür gedacht waren. Und dann lief das ganz gut. Ein Tag, 2 Tage später waren es, glaube ich, habe ich dann die nächsten Tiere eingesetzt. Ihr seht, ich habe einen Sprudelstein eingebracht. Und das hängt damit zusammen, dass die Temperaturen so hoch waren hier in meiner Dachwohnung zu dieser Zeit. Und naja, so ein Aquarium, ne, ganz stark umgestaltet, wieder frisches System, trotz durchgehend laufendem Filter. Und dann diese hohen Temperaturen. Ich wollte da auf Nummer sicher gehen, deswegen zum Übergang dieser Sprudelstein, der auf jeden Fall wieder rauskommt. Aber ich versuche natürlich, das Risiko für die Fische so gering wie möglich zu halten, denn das sind hier die Hauptakteure bei mir in meinem Hobby und ich versuche alles zu tun, damit es meinen Tieren hier auch entsprechend gut geht und deswegen dann solche Maßnahmen. Ne? Das ist immer, ja, man bedenkt da viele Sachen und ich habe halt auch schon viel erlebt, ne? Deswegen komme ich dann auf solche Ideen, da mal für eine kurze Zeit einen Luftstein, so einen Sprudelstein einzusetzen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Den Tieren, die ich zuerst eingesetzt hatte, denen geht es richtig gut, ne? Die haben keinerlei Probleme gezeigt und auch alle, die ich jetzt nachträglich hier einsetze, zeigen ein ganz normales, gutes Verhalten, sodass ich dann alles, was ich kriegen konnte, ja, aus dem Fensterbank-Aquarium eingesetzt habe. Interessant, wichtig ist, es kommen alle Arten hier rein, ne? Also auch die Boraras brigittae und die Sundadanio axelrodi und die Dario Dario, die ich vorher in dem Fensterbank-Aquarium hatte, werden hier eingesetzt. Das heißt, ich wollte diese beiden Bestände zusammensetzen. Das ist jetzt sehr asiatisch hier angehaucht, außer die Pseudomogie luminatus. Ne?
Aber das passt natürlich trotzdem wunderbar von der Vergesellschaftung her. Und ja, ich bin damit total zufrieden. Mein Ziel war so ein bisschen, ja, hier kleine Arten einzusetzen, die eine schöne Farbe zeigen. Und das in diesem, ja, doch recht natürlich gehaltenen Layout, mit den verschiedenen Versteckmöglichkeiten, verschiedenen Zonen, die das Aquarium bietet, von freieren Bereichen und strömungsreicheren Bereichen bis hin zu, ja, durch die Wurzeln sehr versteckten Bereichen und strömungsärmeren Bereichen. Und das ist den Tieren hier alles geboten, sodass die verschiedenen Arten ihrer Vorliebe entsprechend dann auch ja, die Teile des Aquariums aufsuchen können, wo sie sich am wohlsten fühlen. Ne? Und ich bin natürlich total gespannt gewesen, wie diese Fischgesellschaft sich hier macht. Mit den Bitterlingsbarben habe ich so ein bisschen ein Auge drauf gehabt, weil das sind doch hier mit Abstand die größten Tiere, die hier einziehen, neben den Dornaugen natürlich. Die ich aber, was Vergesellschaftungsprobleme angeht, komplett rausdenke. Ne? Also von daher kommt es mir hauptsächlich auf die Bitterlingsbarben an, weil da hört man schon mal, ja, mit Zwerggarnelen kann es problematisch werden, hatte ich hier vorher ja auch drin und war nie ein Problem. Aber jetzt gerade auch mit den sehr klein bleibenden Boraras brigitte, den Moskitobärblingen und den Sundadanio axelrodi, da wollte ich ein Auge drauf haben. Ne? Und das habe ich auch gemacht. Die Tiere schwimmen jetzt hier so richtig in so einem Schwarm durch das Aquarium. Und ich finde das manchmal ganz lustig, wenn so Videos gemacht werden und dann setzen Leute da irgendwelche Gruppentiere ein, die direkt nach dem Einsetzen natürlich erstmal das Aquarium abschwimmen und das in einem wirklichen Schwarmverhalten tun. Und dann wird so gesagt, ja, guck mal, das sind hier voll die Schwammfische und wie toll die im Schwarm hin und her ziehen und so. Das ist allerdings nie auf Dauer. Ne? Also das ist also bei diesen Gruppentieren. Ne? Es gibt natürlich auch Schwarmfische, ganz klassisches Beispiel, Rotkopfsalme oder so, ne? Die machen das dann auch dauerhaft. Aber die meisten Tiere, die wir als Schwarmfische bezeichnen, sind doch eher Gruppenfische und gerade bei den Bärblingen hier ist das auch der Fall. Und die verteilen sich dann einfach so insgesamt in dem Aquarium und ziehen da jetzt nicht die ganze Zeit von links nach rechts, wie sich das der ein oder andere wünschen würde. Was mir aber auf jeden Fall sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass die einzelnen Arten in der Gruppe doch sehr zusammenbleiben. Zumindest bis jetzt ist das der Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das so weitergeht. Na, aber die sind immer irgendwie in der Nähe zueinander und zwar artintern. Das finde ich wirklich richtig, richtig spannend. Und mal gucken, ob das dann auch wirklich so bleibt. Das ist jetzt nicht so in einem Schwarm umherziehend oder so, aber man sieht schon deutlich, wenn man irgendwo einen Sundadanio axelrodi, die blauen Tiere sind das, sieht, dann sind da in der Nähe auch die anderen Tiere und das kann man für alle Arten auch sagen. Selbstverständlich. Wenn es dann zum Thema Fütterung oder so kommt, ne, dann ist ein großes Chaos da und alle verteilen sich untereinander und vermischen sich untereinander. Und ja, das sind so Beobachtungen, die mir einfach unheimlich viel Spaß machen. Gerade nicht erwähnt habe ich die Rosi-Zwergschmerren. Hier seht ihr eine. Die sind ja jetzt schon echt alt. Ne? Das sind immer noch die Tiere, die ihr aus meinem ersten Vorstellungsvideo zu dieser Art kennt. Zwei Männchen sind noch übrig und ja, da überlege ich eventuell auch, da nochmal eine Gruppe draus zu machen. Ne? Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Ansonsten geht es den Tieren hier drin bis dato wirklich richtig gut. Na, wir haben hier im linken Bereich, wo es strömungsärmer ist und diese ganzen Unterstände sind, auf jeden Fall hauptsächlich die Dario Tigris schwimmen. Eben als Black Tiger, die wurden ja neu beschrieben jetzt als eigene Art. Und die nutzen genau diesen Bereich auf der linken Seite, so wie ich mir das vorgestellt habe. Dann haben wir im Freiwasser auf jeden Fall die Microdivario cubotai. Auch diese Gruppe wird nochmal aufgestockt und zwar durch meine eigenen Nachzuchten. Da könnt ihr euch also auch auf einen Zuchtbericht freuen. Da würde ich sagen, kann jetzt nicht mehr so viel passieren, wenn ich irgendein unvorhersehbares Unglück passiert, dann habe ich die Zucht hier geschafft. Video dauert noch ein bisschen, weil ich ja immer möchte, dass solche Zuchtberichte vollständig sind. Das heißt, die müssen jetzt noch ein bisschen heranwachsen, bevor ich sie dann hier in das Ufa-Aquarium 2.0 setze.
Ja, zwischendurch mal zu den Zwerggarnelen. Ich habe mich entschieden, dieses Aquarium mal zu einem Mixed-Garnelenbecken zu machen. Ich habe das lange Zeit nicht gemacht. Ich habe meine Farbform der Neocaridina Davidi immer getrennt gehalten. Und hier ziehen jetzt erst einmal ein, die, es waren ursprünglich mal Blue Dream, dann habe ich irgendwann schon mal die Blue Jelly dazu gesetzt. Und jetzt sind auch noch die roten Rilli-Garnelen dabei. Und ich werde auch aus meinen anderen Aquarien, da gibt es ja noch die orangene Farbform im Flussaquarium, Tiere dazusetzen. Und auch aus meinem Feuchtgebiet-Aquarium die Bloody Mary-Garnelen. Da werde ich immer mal, wenn ich da so ein bisschen rumselektiere, dann in dieses Aquarium hier die verschiedenen Farbschläge mischen. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, weil natürlich weiß ich, dass man sagt, bei einer Mixed-Garnelenhaltung kommen irgendwann naturfarbene Tiere raus, die nicht mehr so eine tolle Farbe zeigen und so weiter. Das dauert aber natürlich eine Weile und für mich wäre es auch nicht schlimm, wenn jetzt hier naturfarbene Tiere dabei sind. Was auf dem Weg dahin passiert ist, dass einfach sehr interessante Farbformen entstehen, da kommen wir gleich noch zu. Im linken Bereich auch halten sich gerne die Pseudomegilluminatus auf und die Buraras brigitae, wobei letztere natürlich auch sonst im Aquarium unterwegs sind. Die sind gar nicht so versteckt hier drin unterwegs. Ne? Das heißt, die schwimmen eigentlich das ganze Aquarium ab, sind aber vielleicht vermehrt im linken Bereich vorzufinden, genau wie die Pseudomogile. Wobei auch die Pseudomogile natürlich agile Fische sind, die sich auch mal raustrauen und natürlich gerade, wenn es Futter gibt, da unterwegs sind. Die Dornaugen, ihr seht unten eins, die halten sich selbstverständlich zwischen den Steinen und diesen Unterständen auf. Und das war auch genau so gedacht und geplant. Und ich freue mich auch für die Dornaugen jetzt endlich solche Steine hier drin zu haben. Denn man sagt ja, wenn die mal irgendwann ableichbereit sind, und ich habe ja hier dicke, große Weibchen drin, dass die so Steinlücken nutzen, um ihren Laich abzustreifen und das auch benötigen. Das wäre hier auf jeden Fall gegeben. Wobei ganz klar gesagt, das ist hier kein Zuchtversuch oder so, sondern es geht mir hauptsächlich darum, dass die Tiere, wenn denn nötig, die Chance haben, ja, ihren Laich abzustreifen. Das wäre vorher natürlich auch möglich gewesen, aber irgendwie finde ich jetzt diese Steine, die ich da eingesetzt habe, wirklich ja, natürlicher und besser geeignet dafür. Die naja, Wiese, oder wie soll man es nennen, der Bodendecker Eleocharis Mini, macht sich ganz okay bis jetzt, hat sich noch nicht so viel getan, aber kommt so langsam, ne? Und ich finde ja, dass diese Fischgesellschaft aus diesem Aquarium in Zusammenhang mit den Mixed-Garnelen irgendwie so eine Art Bonbon-Aquarium machen. Und das finde ich eigentlich wieder eine ganz lustige Bezeichnung. Und es war irgendwie so, es war so ein bisschen mein Ziel. Ne? Also so kleinbleibende Arten, Zwerggarnelen, kleinbleibende Werblingsarten in den verschiedenen Farben. Rot, Blau, Grün haben wir da jetzt bei. Und bei den Garnelen auch noch nachher dann orangene Tiere. Ja. Also wirklich, ja, so ein schönes, buntes Becken, wo man aber ganz klar sieht, okay, die verschiedenen Arten sind hier kleinbleibend und die vertragen es in der Besatzdichte in dem Aquarium auf jeden Fall. Das hat ja eine gute Länge von, ich habe es gesagt im Einrichtungsvideo, ich habe es schon wieder vergessen, 1,40, 1,45 und allein durch diese Kantenlänge auf eine, glaube ich, 35 cm Tiefe haben wir eine Grundfläche, die für diese kleinbleibenden Arten sicherlich optimal ist. Die Dario Tigris sind wirklich hier auch in diesen Steinspalten unterwegs und legen sich da auch mal ab, wie hier dieses Weibchen. Ne? Gerade da hattet ihr ein dominantes Männchen gesehen. Und das ist ja eine Gruppe aus gekauften Tieren und eigenen Nachzuchttieren. Und insgesamt habe ich, glaube ich, relativ viele Weibchen hier in dem Aquarium. Und die Zucht habe ich ja auch schon gemacht und auch einen ausführlichen Bericht dazu erstellt. Die Bitterlingsbarben sind hier um die 10 Tiere, die jetzt hier in dem Aquarium schwimmen. Ein bisschen mehr, glaube ich, und sehr ausgeglichenes Geschlechterverhältnis und das funktioniert gut. Ne? Also ich habe jetzt hier keinen Männchenüberschuss gewählt bei dieser Art und das funktioniert super. Die verscheuchen sich schon mal so ein bisschen, aber insgesamt sind die bisher sehr, sehr friedlich. Gierige Fresser auf jeden Fall, aber ansonsten sehr, sehr friedlich. Ich fütter in dem Aquarium
mit Artemia-Norpien lebend. Und zwar habe ich dabei vor allem auch die Dario im Kopf, ne? Für Lebendfutter immer ganz, ganz beliebt. Und es gibt auch Glanzwürmer zwischendurch, ein bisschen Tubifex, also alles so Lebendfuttersorten, die Darios gerne mögen. Und alle anderen Arten profitieren natürlich auch davon. Also gerade lebende Artemia-Norpien sind für zum Beispiel die Moskitowerblinge, aber auch die Sundadanio und die Kubutai einfach Gold wert. Ne? Also das ist wirklich ein Futter, was ich nur empfehlen kann. Selbstverständlich gibt es mehr Abwechslung. Ich gehe also auch in den Bereich industriell hergestelltes Futter, Flocken, Granulate, Futtertabletten und so weiter. Ich achte darauf, dass es alles Futter ist, was sehr klein ist, was sehr fein ist, sodass es in diese kleinen Mäuler der hier vorzufindenden Arten dann auch hineinpasst und sie da ja immer was zu fressen finden. Ich habe den Eindruck, dass es allen Arten, die jetzt hier drin sind, richtig gut geht. Also die Boraras brigitae zum Beispiel, es sind alte Tiere, die ich ja schon ursprünglich in meinem Biotop-Cube hatte, dann im Fensterbank-Aquarium und jetzt hier drin. Und hier machen sie sich jetzt richtig gut. Ne, die sind gar nicht so scheu, die sind richtig dick geworden, also richtig klasse. Zwischendurch dieser blaue Streifen von oben von dem LED-Spot, das hatte ich noch nie vorher beim Film. Irgendwie taucht das jetzt auf einmal auf, dass ich das hier bemerkt habe und schränkt die Filmerei dann schon wieder so ein bisschen ein. Aber da bin ich ja, das wisst ihr, immer relativ entspannt und sage mir dann ist das so. Ja, dann ist da halt jetzt dieser blaue Streifen, der von oben runterkommt von der Lampe. Da gibt es so viele Zusammenhänge und ich möchte auch einfach nur filmen und euch das zeigen. Und ich denke, so das Gros der Aufnahmen passt dann schon irgendwie. Ja, es gibt in dem Aquarium, dadurch, dass hier so viele Arten drin sind, immer etwas zu beobachten. Ja, also man sieht auf den ersten Blick, ne, im Freiwasser schwimmende Gruppentiere, die verschiedenen Arten. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann kann man die Dario beobachten, ne, beim Lebendfutter fressen, beim Anbalzen, sich ein bisschen verjagen, verscheuchen. Wenn man Glück hat, sieht man dann mal ein Dornauge, was sich so durch die Steine schlängelt. Also wirklich total klasse. Ne? Und klar, wenn ich eine Futtertablette vorne dran mache, dann holt man sich alle Tiere nach vorne und kann sie alle nochmal irgendwie sehen. Das ist auch immer eine ganz schöne Kontrolle, ne, für den Besatz und für den Bestand. Ja, mir gefällt das Aquarium so, wie es jetzt hier steht, sehr, sehr gut. Die Gruppe der Sundadanio und die Gruppe der Boraras brigitae ist ziemlich klein geworden. Und da habe ich schon überlegt, noch welche nachzusetzen. Und das ist dann auch passiert. Das werde ich euch gleich noch zeigen, sodass da einfach die Gruppengröße so ein kleines bisschen aufgestockt wurde von mir. Und ja, was hatte ich noch gesagt? Gerade die Rosi-Zwergschmecken, genau, da überlege ich noch, das weiß ich noch nicht genau. Aber dann ist das Aquarium auch wirklich gut besetzt. Ne? Und wie gesagt, bei der Größe der Tiere und in Relation zur Größe des Aquariums absolut in Ordnung, das so zu machen. Sogar sehr, sehr gut. Ne? Die haben viel Schwimmraum. Und da bei den Rosi-Zwergschmellen, da zögere ich noch ein kleines bisschen. Insgesamt hat sich das Aquarium sehr problemlos entwickelt. Es war nicht wirklich anders zu erwarten, weil ja auch dieser Riesen-Außenfilter hier die ganze Zeit weiter dran läuft und dementsprechend gab es nicht so richtig eine Einfahrphase, aber so ein bisschen schon, ne? Also deswegen langsamer immer zusätzlicher Besatz und so, dass die Bakterienstämme sich darauf einstellen können, wir weiter in einem biologischen Gleichgewicht bleiben. Aber es hat sich trotzdem natürlich so eine Patina gebildet, relativ schnell auf den Steinen und den Wurzeln und ich habe deswegen noch ein paar, ich glaube drei Stück waren es, genau, drei Stahlhelmschnecken eingesetzt. Denn diese Schneckenart hat sich bei mir hier zumindest unter meinen Bedingungen als extremst robust erwiesen und als sehr, sehr guter Algenfresser oder Oberflächenabweider, so könnte man sagen. Also die haben es bei mir schon häufig geschafft, wirklich Belege zu entfernen. Ich habe nur in Anführungsstrichen drei Tiere eingesetzt, weil ein absoluter Nachteil dieser Art es ist, dass sie relativ viele Eier legen. Lustigerweise legen die Eier zuerst einmal meistens
gegenseitig auf ihre Gehäuse. Und nach meiner Erfahrung ist das so, solange das Haus einer anderen Schnecke nicht voll ist, auch wirklich so ein Punkt, dass die Oberflächen der Einrichtungsgegenstände erst einmal frei bleiben. Und irgendwann fängt es dann aber doch auch an. Ich habe das in meinem Asien-Biotop mit dem Parosphominus zum Beispiel, da sind schon überall Eier auch zu sehen. Das muss man dann einfach schauen. Jetzt ist das auch immer wieder nur so eine optische Geschichte. Mich stört das jetzt nicht, wenn da auch ein paar Schneckeneier zu sehen sind. Aber die Geweihschnecken, die ich sonst ja hier auch noch drin habe, denen geht es auch gut hier in dem Aquarium, die machen das auch, aber deutlich weniger als zum Beispiel jetzt solche Stahlhelmschnecken oder diese Zebrarennschnecken und was es da alles gibt. Ne? Stahlhelmschnecken bei mir, weil wirklich, es hat sich gezeigt, dass sie sehr, sehr gut darin sind, ja, Oberflächen sauber zu halten und sehr, sehr robust sind. Also langlebig, die werden auch recht groß. Und mit denen hatte ich wirklich noch nie Probleme. Ich glaube, alle Stahlhelmschnecken, die ich irgendwann mal gekauft habe, leben noch. Und das finde ich schon richtig toll. Ein paar Amanogarnelen habe ich noch dazu gesetzt, um da den Stock ein bisschen, ja, zu vergrößern. Und das war so eine kleine Zwerggarnele hier, was ich meine mit den Mixed-Garnelen. Ihr habt gesehen, transparent bläulich und so rote Zeichnungen drauf. Das macht schon Spaß, ne? So Garnelen dann zu entdecken, die persönlich individuell gefärbt sind. Das finde ich schon wirklich klasse auch, das Konzept, ne? Ich glaube, da haben neulich, hat der Kanal Aquapurist auch was zugemacht. Habe ich so am Rande mitgekriegt. Und das kann ich echt bestätigen. Das macht Spaß, die Tiere zu beobachten. Ihr seht jetzt hier schon Bilder nach dem zusätzlichen Besatz mit den Sundadanio axelrodi. Das sind die blauen Tiere, ne? Die sind jetzt hier in einer größeren Gruppe drin. Und Boraras brigitte. Ich habe die Tiere aus dem Zoo und Co. in Düsseldorf. Ich habe sie dort gekauft, ganz normal. Die Sundadanio axelrodi allerdings waren aus einem Schauaquarium und schwammen dort schon recht lange rum. Das heißt, die Tiere sind definitiv ausgewachsen, sind schön groß, ausgefärbt, haben aber auch wahrscheinlich schon ein gewisses Alter. Na, das konnte man nicht so ganz genau sagen, aber die waren da schon relativ lange drin. Und das war einfach meine ganz bewusste Entscheidung, zu sagen, doch, ich nehme mir die Tiere trotzdem mit, weil sie passen zu den Tieren, die ich habe. Die sind nämlich auch schon alt und groß. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die sich hier dann weiterentwickeln. Sind kerngesunde Tiere, wunderbar und sich sofort hier eingefügt und zeigen keinerlei Probleme. Und ich denke, dass die hier noch eine ganze Weile haben. Und jetzt erst einmal machen sie hier dieses Bonbon-Aquarium-Bild perfekt. Ne? Zusätzlich die Boraris brigitte, da habe ich nochmal, ich glaube, 10 Tiere dazugesetzt, einfach um die Gruppe da zu vergrößern. Und nach wie vor ist es so, die einzelnen Arten sind immer in der Nähe zueinander aufzufinden. Super, super, super spannend. Ne? Die Bitterlingssperblinge halten sich auch gerne im ja, Unterstand auf, aber wenn es Futter gibt, sind sie natürlich sofort wieder voll da und draußen und gehen da gierig dran. Das sind natürlich so eigentlich die Tiere, die hier den Hauptakteur bilden. Die männlichen Tiere mit der knallroten Farbe, ne? Und die Weibchen dann die dicken mit dem Streifen an der Seite. Total, total klasse. Ich habe da ja schon mal ein Video zu gemacht. Absoluter Klassiker in der Aquaristik und die sind so, so schön. Und super einfach zu halten, unempfindlich, leicht nachzuzüchten. Ich habe die noch nicht zur Zucht angesetzt und habe das auch erstmal nicht vor. Aber wenn ihr den Zuchtbericht zu den Kubutai seht, dann seht ihr auch eine Methode, wie man es mit den Bitterlingssperblingen auch machen könnte. Da gibt es natürlich wieder verschiedenste Wege. Ne? Also, das Aquarium ist jetzt im Prinzip zu Ende besetzt. Es kommen noch eigene Nachzuchten der Kubutai dazu, wie schon gesagt. Und ich überlege, bei den Rosi-Zwergschmellen eine kleine Gruppe dazu zu setzen. Da sind nur noch 2 Männchen drin, diese ganz alten. Und ansonsten war's das, ne? Also eine schöne, ganz, ganz bunte Fischgesellschaft und unheimlich attraktiv in dieses Aquarium hineinzugucken mit diesen verschiedenen Arten, die jetzt hier drin sind. Und bisher läuft alles komplett friedlich ab, ne? Ich fahre dieses Aquarium ja mit Leitungswasser, das habe ich auch beibehalten. Man muss allerdings dazu wissen, dass ich hier ja ein relativ weiches Leitungswasser habe, ne? Mit einer GH von 5, 6 und einer KH von 5, ne?
6 auch ungefähr, also auch ungefähr in diesem Bereich. Der pH-Wert kommt aus der Leitung mit 7, knapp darüber. Ah, ich habe ja hier noch den Soil im Bodengrund eingebracht, dann geht der pH-Wert ein kleines bisschen runter. Ich habe ihn noch nicht gemessen. Ich gehe davon aus, dass er sich ungefähr bei 7 vielleicht leicht darunter einpendelt. Und das ist für die dauerhafte Haltung dieser Arten wirklich gut geeignet. Sprechen wir über Zucht? Ganz, ganz anderes Thema. Ne? Aber für die dauerhafte Haltung dieser Tiere wirklich gut geeignet. Temperatur habe ich jetzt hier so bei 24 Grad ungefähr eingestellt. Wäre sicherlich ein Aquarium, was auch bei Raumtemperatur denkbar wäre. Die Arten haben aber da so ein bisschen unterschiedliche Ansprüche und ich fand, das war ein guter Kompromiss, denn ja, Temperatur ist ja immer eine Spanne, die da angegeben ist, wo Tiere sich wohlfühlen, Fische sich wohlfühlen, und ich denke, diese 24 Grad sind da schon ganz gut geeignet für die Arten, die ich jetzt hier habe. Jetzt im Sommer habe ich sowieso Wochen, wo das wärmer ist und dann wird es auch wieder ein bisschen kühler. Temperaturschwankungen sind auch immer ganz schön eigentlich für die Tiere. Zu heiß im Sommer ist natürlich blöde, ne? Ich will mir das hier nicht schönreden, aber die paar Wochen, wo das so ist, halten alle meine Tiere, die ich halte, wirklich gut aus. Mittlerweile habe ich das so raus, ne? Mit Beschattung und dass die Raumtemperatur nicht zu sehr steigt. Das hat also auch dieses Jahr wieder sehr gut funktioniert. Ja, das war's mit dem Video zum Besatz. Ne? Ich zeige euch jetzt natürlich noch so ein paar Bilder, so ein paar Einzelheiten von den Tieren. Und es bleibt sehr, sehr spannend, wie sich das Aquarium weiterentwickelt. Ihr habt nebenbei gesehen, dass die Pflanzen sich durchaus ein bisschen anfangen auszubreiten, gerade die Bodendeckerarten, die ich dort eingesetzt habe. Bisher funktioniert das sehr, sehr gut. Die Kryptokorynen da, die haben ordentlich Blätter schon geschoben und sehen total fit aus. Ich habe ein bisschen Pinselalgen drin, da warte ich aber erstmal ab, da mache ich mal gar nichts und schaue mir das weiter an, ist immer mal wieder zu sehen. Und ja, ich bin super zufrieden. Ufa Aquarium 2.0/Bonbon-Aquarium ist fertig, ist besetzt und ich habe einfach nur Spaß daran. Und ich hoffe auch, wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich sage einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.